Frank, je hebt vaak gezegd dat een overwinning heel belangrijk zou zijn voor de ploeg. Wat heeft deze overwinning gedaan met het team? Nou ja, logisch. Ze hebben een fantastisch gevoel na de wedstrijd gehad. Het was een hele moeilijke wedstrijd. Tegen een ploeg spelen die laag staat, volwassen mensen. En dan de kleine doelpunten te maken, is echt moeilijk, hebben we gezien, vooral in de eerste helft. Ze hebben rust gehad aan de bal, ze hebben gewacht, ze hebben natuurlijk elke situatie was gevaarlijk, als de tegenstander ook heeft counter geplaatst. Dat was natuurlijk moeilijk. Daarom een compliment aan de ploeg. Ze hebben kontrollierte wedstrijd, ze hebben rustig gespeeld. Ja, und dann in der zweiten Hälfte in den crucialen Moment einen Doppelpunkt gemacht. Und dann in der zweiten Hälfte hat man gesehen, war der Tings in der Mu und hat mehr Ratten geopend. Und da haben wir auch gut gebräugt. Ja, und eigentlich muss ihr in der zweiten Hälfte mit 5-6-0 winnen. Aber danke, weil 3-0 ist auch gut. Und dann wacht Sonntag PSV. Die haben gisteren noch gespielt tegen Arsenal. Was weet je van die ploeg? Alles. Ja, PSV ist natürlich bekannt, auch logisch auch gestern bekeken und letzte Wegen bekeken. Einige Frage ist, ob sie mit der Hälfte Upselling spielen oder mal das System ist Hälfte, das wird man auch. Und die haben genug Qualität. Sie müssen nicht nach Groningen keken. Sie keken sich alleine an sich. Is iedereen beschikbaar voor zondag? En wie is er dan niet beschikbaar? Had ze niet veel veranderd. De keepers weten we niet. Echt, moet je echt zeggen, vandaag nog niet. Verrips is nog niet 100%. Peter Leeuwenburg heeft ook nog problemen. Hebben we gezien na de wedstrijd tegen Dordrecht. Hamstrings. Oh. Daarom is nog niet duidelijk welke keeper we hebben. Und dann ja, Van Gelderen, die normale Musamba, die sind natürlich, und zu Süßloff sind natürlich nicht beschickbar die hele Saison. Also, sorry, nicht die hele Phase, nicht, dort die Eind von der Jahr. Alle anderen. Auch Duarte kann auch wieder, war es geschlossen in der Baker Cup, kann auch wieder spielen. Ist Isaac Mette alweer fit? Ja. Was fand ich von dem Debüt von Jan de Boer? Super. Ich habe nach der Wettstreit noch gesagt, oder am folgenden Tag gesagt, kriplisiert, erste Wettstreit der Eredivisie, na stopp, war Baker Cup, war mit der Eredivisie-Team, erster Wettstreit und war okay, super. Aber war es gut gestanden, mit Selbstvertrauen, das ist belangreich.